Servus liebe Schülerfreunde, willkommen zum nächsten Video von eurem Smokebuster-Team. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Ja, jetzt im Anschluss, wenn ihr das letzte Video schon gesehen habt, ich verlinke es an der Stelle nochmal. Jetzt das zweite Video, wo wir an den Tag treffen in der Corona-Krise. Und zwar geht es heute um zwei Tabaksorten, beziehungsweise um eine Marke, und zwar um Everyday. Everyday Tobacco ist eine neue Shisha-Tabakmarke auf dem Markt. Ist eine sehr, sehr spezielle Marke, um es gleich schon mal vorab zu greifen. Und zwar ist es ein Tabak aus der Community, für die Community. Also das ist eine, wie ihr quasi, der Produzent, der gerne Shisha-Videos schaut, ne? Kann man so sagen. Der sich gedacht hat, ja, ich will mal einen Tabak bringen, der konstant die Qualität hält und nicht irgendwie nach jeder zweiten, dritten Dose irgendwelche Qualitätsschwankungen hat oder sonst was. Da sind sie wirklich sehr, sehr drauf bedacht. Und deswegen ist die Marke Everyday Tobacco rausgekommen mit zwei Flavor. Einmal der Friday, ne, der gefällt mir zum Beispiel vom Namen schon alleine besser. Und einmal der Monday. Wir haben das Ganze hier in zwei Pfeifen aufgebaut. Einmal hier in der, von euch aus gesehen, in der linken Pfeife. In der MVP 450, 60? Bin mir gar nicht sicher. Mit der blauen Lebensmittelfarbe, passend zum Tabak, der ist auch blau. Der Friday, und bei mir auf der Mustache gibt es den Monday. Und jetzt würde ich sagen, Tobi, sag mal was zum Tabak. Was soll drinnen sein? Wie teuer? Dose? Dies, das? Blabla. Ja, als allererstes, wir haben ja so einen schönen Flyer dabei. Zweiseitig bedruckt. Einmal blau, einmal rötlich. Kommen wir als erstes zum Monday, also auf der Pfeife hier drüben. Das ist ein Tabak. Monday, der, ne? Kannst du lesen? Ja, heute ist Freitag, deswegen weiß ich. Das soll Himbeer, Orangensaft, Zitrone, Minze sein. Also eine Fruchtmischung. Ja, Fruchtmischung im Prinzip. Werden wir sehen, wie die schmeckt. Und dieser Friday soll Zitrone, Puderzucker, Brombeere, Limette, Eis sein. Sind natürlich jetzt beides Flavor, die mit diesem Tabakgesetz, das jetzt im Mai rauskommt, ein bisschen Probleme kriegen werden. Aber nichtsdestotrotz, momentan haben wir den Tabak so da, und mal schauen, wie es dann mit Minz und Eis und sowas ausschaut in Zukunft in der Produktion. Aber dazu haben wir ein Video gedreht, das könnt ihr euch mal anschauen. Und ja, jetzt geht's los. Das Döschen, ihr seht es einmal eingeblendet, jetzt die Dosen, sind schön gestaltet, muss man sagen. Relativ schlicht, das ist ein schöner Schriftzug drauf, gefällt mir persönlich sehr. Das Ganze ein bisschen farbig, noch ein bisschen mit verziert, und schöne schwarze Dosen. Everyday Logo ist auch simpel und schlicht, ne? Also finde ich auch gut. Und die Dosen mit 200 Gramm kosten 17,90 Euro, also mit normaler Preis. Ja, vor zwei, drei Jahren hätte man gesagt, die spinnen noch. Ne? Die spinnen die Römer. Die spinnen noch, ne? Ne, also normaler Preis, muss man sagen. Und ja, die Dosen von innen, die sind in so einem Zwei-Folien-System, Zwei-Zipper-System. Sieht auch mal eingeblendet. Verpackt, also sehr gut gelöst, macht man sich die Hände nicht dreckig. Und innen drin ist noch Aufkleber, wollte ich nur kurz anbringen. In der Dose ist ganz unten drin ein Everyday-Aufkleber. Könnt ihr euch irgendwo hinpappen, wenn er nicht auf den Boden fällt. Und zum Tabak jetzt an und für sich. Ich finde den Schnitt erstmal sehr, sehr fein. Ja? Es ist ein ziemlich feiner Schnitt. Ja, auf jeden Fall. Tabak ist ein bisschen klebrig, wie ich finde. Aber die Molasse ist Turbo. Ziemlich gut eingezogen. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Keine überschüssige Molasse dabei. Also sofort rauchbereit. Und ja, zum Geruch. Gebaut, apropos, um es noch kurz mit einzufügen, haben wir das beide auf dem Somo 80 Feet. Der Hersteller hat auch gesagt, er will einen Tabak rausbringen, der auf jeden Kopf abgestimmt ist, beziehungsweise in jeden Kopf läuft. Deswegen haben wir uns gleich mal einen Funnel genommen, weil da haben ja manche Tabakhersteller so ihre Problemchen, würde ich sagen, ne? Die quasi nur auf Tonkopf abgestimmt sind. Deswegen haben wir sie mal einen Funnel gebaut. War kein Problem, Alufolie drauf, drei Kohlen und gib ihm. Ja, also geruchstechnisch ganz klar, definitiv. Zitrone, Limette ist absolut da. Eis spürt man, wenn man reinhaucht, in den Augen. Puderzucker ist jetzt geruchslos, würde ich jetzt mal behaupten. Und Brombeere. Das Ganze hat so einen Touch. Ich würde mal sagen, es könnte vielleicht an was Seifiges erinnern, aber das könnte die Brombeernote sein. Aber im Großen und Ganzen riecht es sehr interessant. Also wirklich sehr interessant. Dann noch ganz kurz zum Monday. Soll ja sein Himbeere, Orangensaft, Zitrone, Minze, also Zitrone, Minze in beiden Flavors mit inbegriffen. Finde ich schon mal sehr, sehr cool. Ich finde, Zitrone geht immer. Vom Geruch her kommt es mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß aber nicht warum. Ich finde auf jeden Fall, ihr habt eine schöne Zitrone-Minznote. Die ist dieselbe wie im Friday, würde ich sagen. Ansonsten Himbeere riecht man auch sehr, sehr gut raus. Das ist nochmal einen Ticken
noch ein Ticken süßlicheres dabei. Das ist auf jeden Fall die Himbeere. Und Orange kann man auch sehr, sehr gut erahnen. Also ich würde sagen, im Tabak Monday kann man alles 1:1 eigentlich rausreden. Alles, was drinnen sein soll, tippitoppo. Ja, rauchstechnisch, oder rauchtechnisch, ist das Ganze sehr gut. Also kann man sich überhaupt nicht beschweren. Ihr seht, es macht richtig schöne dicke Wolken. Hitzeverträglich ist das Ganze auch ziemlich. Mega, finde ich. Also ja. Ich habe jetzt gerade mal die Kohlen ein bisschen verrückt. Macht eigentlich keinen Unterschied. Und ja, geschmackstechnisch. Ja, also zum Friday muss ich sagen, beim Rauchen kommt definitiv eine blaufrüchtige Note raus. Brombeere, kann man sagen. Ein bisschen vielleicht, also man merkt, dass es was Blaues. Von der Zitrone Limette kommt auf jeden Fall was raus. Es ist eine sehr, sehr ausgewogene Mischung. Also ich kann nicht sagen, dass es mehr nach Zitrone oder Limette schmeckt. Gepaart mit dieser Brombeere ist es ein ja, sehr fruchtiger, frischer Geschmack. Und dieses Puderzucker, denke ich, ist ein bisschen so im Abgang mit dabei, dass es nochmal so einen Ticken süßer im Abgang macht. Aber im Hauptgeschmack steht einfach dieses Limette und mit einem Brombeer-Touch im Vordergrund. Ich finde, die Brombeere macht das Ganze auch noch ein bisschen herber, finde ich. Also die Zitrone-Limette ist sehr, sehr süßlich gehalten und dann im Abgang, wenn er ausblasst, hat er beim Friday auf jeden Fall noch was leicht herbes, was die Brombeere sein könnte, finde ich jetzt persönlich. Könnte man auch so beschreiben. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, interessante Kombination. Und Everyday ist hier ein guter Begriff. Also man kann es wirklich öfter rauchen, definitiv. Kann mich überhaupt nicht beschweren. Zum Monday ganz kurz. Hab ja gesagt, im Geruch riecht man alles sehr, sehr gut raus. Hier muss ich wiederum sagen, dass ich finde, dass man im Vordergrund auf jeden Fall die Himbeere- und Orangennote hat. Also die Zitrone-Minze ist nicht so wie beim Friday im Vordergrund, sondern ich finde, die ist hier eher im Hintergrund. Was an und für sich eigentlich schon mal sehr, sehr gut ist, dass nicht zwei gleiche Flavors sind, sondern hier hat man das eher so im Hintergrund, diese Zitrone-Minze. Und die Himbeere und der Orangensaft, beziehungsweise Orange sage ich jetzt einfach mal, schmeckt auf jeden Fall 50-50 im Vordergrund. Ist auch eine sehr, sehr ausgewogene Mischung und ich finde, man schmeckt bei beiden Sorten alles raus, was drinnen sein soll. Also jetzt der Puderzucker vielleicht, das kann man jetzt nicht hier so 1:1 beschreiben. Man kann jetzt sagen, hier, das schmeckt, lässt dir einen dran ziehen, hier, das schmeckt absolut nach Puderzucker, ne? Das kann man jetzt nicht sagen. Aber so die anderen Flavor alle, die schmeckt man alle sehr, sehr gut raus. Geschmacksintensität allgemein, finde ich, ist auch sehr, sehr gut. Also ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie lasch ist oder so, sondern ist auf jeden Fall eine stabile 8, würde ich sagen, von 10. Schmeckt sehr, 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 sehr gut, ja. Intensiv. Also was ich beim Geruch, beim Aufmachen von der Dose her fand, das war schon sehr penetrant. Also es hat schon wirklich sehr, sehr stark gerochen. Dafür ist der Geschmack sehr angenehm. Ja. Also definitiv. Geruchstechnisch, geschmackstechnisch muss ich sagen, der Himbeer ist nicht so mein Flavor. Ich wollte gerade sagen, wenn wir uns jetzt auf einen festlegen sollten, beziehungsweise jetzt, wenn uns jetzt jemand fragt, welchen würden wir bevorzugen, sind das jetzt bestimmt auch die ein oder anderen, würde ich eigentlich, ich würde es auch sagen. Ich würde auch sagen. Friday ist auch ein guter Tag. Friday for Future? Beispiel. Nee, ja, das? Nee, das ist anders. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, solider Tabak, würde ich sagen, wie das Ganze jetzt mit dem Minz, Menthol und dem ganzen Zeug ausschaut. Bin ich mal gespannt, ja. Werden wir sehen, aber aktuell, solange er verfügbar ist, würde ich nochmal probieren. Schlag zu, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann checkt gerne mal die beiden Sorten ab. Vielleicht, wie gesagt, spricht euch einer der beiden ab, dann könnt ihr da ohne schlechten Gewisses ab. Spricht euch ab. Zu? An. Zu. Oder zu oder ab, wie auch immer. Kauft euch den mal, beziehungsweise probiert ihn mal, wenn er euch zusagt. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Video. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. In dem Sinne, Shisha ist kein Hobby, Shisha ist Leidenschaft. Macht's gut, haut rein und Servus.